nehmen Sie zunächst alle Artikel aus der Verpackung. Das Paket beinhaltet Handbuch, Monitor, Zigarettenanzünder, Adapter, Kamera, Videokabel, Netzkabel mit Platine, Halterung, 3M-Aufkleber und T-Tabs. Heben Sie die Halterung auf. Lösen Sie die Schraube. Die Halterung lässt sich flexibel im Winkel verstellen. Sie können die Schutzfolie an der Unterseite der Halterung abreißen und die Schnalle nach unten ziehen, um den Monitor zu befestigen. Heben Sie den Monitor auf. Richten Sie die Halterung am Loch auf der Rückseite des Monitors aus und schieben Sie sie hinein. Nachdem Sie den Winkel eingestellt haben, ziehen Sie die Schraube fest. Sie können die Schutzfolie an der Unterseite der Halterung abreißen und die Schnalle nach unten ziehen, um den Monitor zu befestigen. Nehmen Sie das Videokabel. Verbinden Sie ein Ende des Videokabels mit dem 4-Polygen-Anschluss mit Gleichstromanschluss am Monitor. Verbinden Sie den 4-Polygen-Stecker des anderen Endes des Videokabels mit der Kamera. Verbinden Sie den DC-Stecker des Videokabels mit dem Zigarettenanzünder-Adapter. Ziehen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie der Kamera ab. Die Halterung lässt sich flexibel im Winkel verstellen. Stecken Sie den Zigarettenanzünder-Adapter in die Steckdose. Drücken Sie die rote Taste leuchtet auf. Der Monitor leuchtet auf und das Bild erscheint auf dem Bildschirm. Halten Sie den Sensor mit Ihrem Finger fest, Sie können sehen, wie die LED aufleuchtet. Wenn Sie der Meinung sind, dass das LED-Licht zu blendend ist, können Sie den grünen dünnen Draht abschneiden, dann leuchtet das LED-Licht nicht mehr. Der Monitor befindet sich standardmäßig im Spiegelmodus. Schneiden Sie das dünne weiße Kabel an der Kamera ab und starten Sie den Monitor neu. Das Bild wechselt automatisch in den Normalmodus. Der Kamerawinkel kann flexibel eingestellt werden. Der Test ist beendet. Trennen Sie nun alle Kabel. Verbinden Sie ein Ende des Videokabels mit dem 4-Polygen-Anschluss mit Gleichstromanschluss am Kamera. Verbinden Sie den 4-Polygen-Stecker des anderen Endes des Videokabels mit dem Monitor. Verbinden Sie den DC-Stecker des Videokabels mit dem Stromkabel der Platine. Wenn Sie feststellen, dass das Bild blinkt, wenn Sie die Kamera an den Rückfahrscheinwerfer Ihres Autos anschließen. Rot ist positiv. Schwarz ist negativ, bitte vorher positiv und negativ testen. Das schwarze Kabel wird mit dem Minuspol der Masse, Rückfahrscheinwerfer, Rücklichter oder Kennzeichenbeleuchtung verbunden. Das rote Kabel wird an den Pluspol der Rückfahrscheinwerfer, Rücklichter oder Kennzeichenleuchten angeschlossen. Der Monitor leuchtet auf und das Bild erscheint auf dem Bildschirm. Auf der Rückseite des Monitors befinden sich drei Tasten, Auf-Taste, M-Taste, Ab-Taste. Wenn die Hilfslinie auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die M-Taste, das H erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Hilfslinie nach links oder rechts zu verschieben. Drücken Sie die M-Taste, das V erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Höhe der Führungslinie anzupassen. Drücken Sie die M-Taste, das W erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Breite der Hilfslinie anzupassen. Drücken Sie die M-Taste, um zur Helligkeit zu wechseln. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Helligkeit anzupassen. Sie können auch die Kontrast- und Sättigungsparameter anpassen.
Drücken Sie die M-Taste, um zur Sprache zu wechseln. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie die M-Taste, um zur Parkzeile zu wechseln. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Hilfslinie auszuschalten. Drücken Sie die M-Taste, um zum Zurücksetzen zu wechseln. Demonstrieren Sie nun die Funktion der Reset-Funktion. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Helligkeitsparameter auf 86 einzustellen. Drücken Sie die M-Taste, um zum Zurücksetzen zu wechseln. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Reset-Funktion zu aktivieren. Nach Abschluss des Resets kehrt das System automatisch zu den Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Hilfslinie schnell auszuschalten. Der Vorgang des Verbindens der Kamera mit der Lampenleitung. T-Taps. T-Taps hat zwei Löcher und ein Loch ist geschlossen. Die langen Linien sind die Linie der Lampe oder die Stromkreisleitung am Auto. Schieben Sie die Autolichtleitung in das erste Loch. Kameranetzkabel. Stecken Sie das Netzkabel in das zweite Loch. Eisenblätter. Klemmen Sie das Eisenblech am Boden der Gewindebohrer fest.